Dieses Museum produziert seit 120, 130 Jahren Journale, die in der ganzen Welt gelesen werden. Und dieses Jahr, jetzt seit Januar, werden diese Journale Open Access geschaltet. Das heißt, ab jetzt kann jeder Mensch auf der Welt, ohne Gebühren zu zahlen, das Wissen sich anschauen und durchlesen, was hier in diesem Haus produziert wird. Normalerweise ist es im Publizieren von wissenschaftlichen Ergebnissen so, dass man sich an Verlage wendet. Diese Verlage produzieren die Zeitungen, sie editieren das Wissen, sie stellen eine große Infrastruktur zur Verfügung. Wenn man dann aber ein Nutzer dieses Wissens sein will, muss man für Zugang bezahlen. Das ist ein bisschen komisch, weil das ganze Wissen, was da in diesen Journalen produziert wird, ja eigentlich schon aus Steuergeldern vorher bezahlt wurde. Und wir wollen jetzt zeigen, dass dieses Wissen, was gerade im Bereich Biodiversität globales Wissen sein muss, auch für alle verfügbar ist. Ich kann nicht erwarten, dass wenn ich etwas über, sagen wir mal, Fliegen in Mali schreibe, dass in Mali einer 50 Dollar hat, um sich den Artikel durchzulesen, sondern das muss denen einfach frei zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja ihre Biodiversität, auch wenn sie in unseren Sammlungen ist. Und deswegen haben wir unsere Journale jetzt auf Open Access umgestellt. Und ich glaube, dass das die Zukunft von wissenschaftlichem Publizieren ist.